Graphen. Es besteht aus nur einer Lage Kohlenstoffatome und gilt seit seiner Entdeckung als Wundermaterial. Es ist 1 Million Mal dünner als ein Blatt Papier, zugfester als Stahl, außerdem flexibel und extrem leitfähig für Strom und Wärme. Die einzigartigen Eigenschaften des dünnsten Materials der Welt können vielfältig genutzt werden. Graphen spielt eine wichtige Rolle für die Entwicklung effizienter Batterien, Superkondensatoren sowie flexibler elektronischer Bauelemente und noch für vieles mehr. Mit dem Hamburger Wissenschaftspreis 2017, der dem Thema Energieeffizienz gewidmet ist, würdigt die Akademie der Wissenschaften in Hamburg Klaus Müllen vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz und Xingliang Feng vom Center for Advancing Electronics Dresden der Technischen Universität Dresden für ihre grundlegenden Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Graphene. Herr Müllen und Herr Feng haben sich vor ungefähr 15 Jahren getroffen, der eine als Mentor, der andere als Doktorand. Und sie haben gemeinsam ein Thema nach vorn gebracht über die vergangenen 15 Jahre, was an Zukunftsrelevanz kaum zu überbieten ist. Es startet in der organischen Chemie und wird Anwendungen finden in der Energiespeicherung, in der Energiekonversion, in der Katalyse, möglicherweise sogar in der organischen Elektronik. Ich freue mich ganz besonders, dass in diesem Jahr Xinliang Feng und Klaus Müllen den Hamburger Wissenschaftspreis erhalten. Nicht nur, weil damit zwei herausragende Wissenschaftler ausgezeichnet werden, sondern auch, weil das wichtige Feld der Energieforschung nun zum zweiten Mal bedacht wird, das für die Entwicklung unserer Gesellschaft von ganz besonderer Bedeutung ist. Xinliang Feng ist ein vielfach ausgezeichneter Wissenschaftler und hat seit 2014 die strategische Professur für molekulare Funktionsmaterialien des Exzellenzclusters Center for Advancing Electronics Dresden an der Technischen Universität Dresden inne. Xinliang Feng und Klaus Müllen sind einfach ausgezeichnete Chemiker, denen es gelingt, wunderbare Moleküle zu realisieren, aber die auch gleichzeitig im Kopf haben, dass das Materialien sind, die man für die zukünftigen Technologien braucht. Deswegen sind wir außerordentlich froh, dass es uns gelungen ist, Xinliang Feng hier nach Dresden zu holen, in ein Umfeld, was ihm, glaube ich, die besten Möglichkeiten bietet, diese Materialien auch wirklich in die Anwendung zu bringen. Klaus Müllen ist ein mit vielen Preisen ausgezeichneter Chemiker und zurzeit Fellow am Gutenberg-Forschungskolleg. Er leitet dort die Emeritus-Forschungsgruppe Graphene am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Wenn mit Klaus und Xinliang, zwei der besten Wissenschaftler der Welt, ein ganz junger, ein etwas älterer, sich gemeinsam so finden, das ist genial. Und dann nur noch tolle Ergebnisse liefern an Problemen, die uns interessieren. Was ist das Thema? Graphen kennen wir als Wundermaterial, aber es gibt zwei große Probleme. Wie baue ich das und wie kann ich daraus nützliche Bauelemente machen für die Energie und für die Elektronik? Beides sind die angegangen. Solche Teams, wie man es hier sieht, gibt es ganz selten auf der Welt. Die beiden Preisträger erarbeiteten bei ihrer Forschung auf dem Gebiet der Graphene gemeinsam entscheidendes Grundlagenwissen für die Materialentwicklung, um die Energieeffizienz in elektrischen Speichersystemen weiter steigern zu können. Bei dem ständig steigenden Energieverbrauch der Menschen ist der Bedarf an ebenfalls steigender Energieeffizienz offensichtlich. Klaus und Xinliang sind einfach ein Science Dream Team. Sie haben geschafft, Moleküle zu synthetisieren. Das klingt nicht so neuartig. Aber die Moleküle, die sie synthetisiert haben, sind besonders, sind Präkursoren. Und ich würde mit Legosteine ein Beispiel nennen. Diese Moleküle schaffen in besonderen Konditionen an der Oberfläche stabile Graphenstreifen. Und das war wirklich ein Furore für uns in der Wissenschaft. Und Anwendungen laufen, die Forschung ist absolut dabei, jetzt für diese Ribbons Anwendungen zu finden, zum Beispiel in den Energiesektor, aber auch Mobilität und Gesundheitssektor. Die Forschungsergebnisse der Preisträger und ihr Forschungsansatz leisten hier einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer ressourcenschonenden und effizienten Energieversorgung.
Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg verleiht den Hamburger Wissenschaftspreis 2017 an Professor Dr. Xingliang Feng und Professor Dr. Klaus Müllen.